Mit Wie der Wind sich hebt will sich Japans Anime-Meister Hayao Miyazaki in den Ruhestand verabschieden. Ein Unding, wie wir finden, schließlich hat uns Miyazaki so viele schöne Filmmomente geschenkt. Eigentlich zu viele und trotzdem haben wir versucht, die 5 besten und beeindruckendsten herauszufiltern. Platz 5. Nausicaa im Meer von Omus. Wir hielten sie schon für tot, schließlich stellt sich die Prinzessin aus dem Tal der Winde einer Herde wütender Omus entgegen. Doch Miyazaki wäre nicht Miyazaki, wenn ihr tapferes Opfer nicht belohnt werden würde. Omus, ich danke euch. Ich danke euch allen. Auferstanden aus einem Meer aus Gold erhebt sich Nausicaa in die Lüfte und wir sind glücklich. Platz 4. Endlich in Laputa. In das Schloss im Himmel warten wir verdammt lange darauf, das titelgebende Schloss tatsächlich mal zu Gesicht zu bekommen. Doch wenn das dann endlich mal passiert, verschlägt es uns jedes Mal wieder den Atem. Mit der fliegenden Stadt Laputa erfüllt Miyazaki all unsere Träume, wie so ein magischer Ort auszusehen hat. Wir haben es geschafft! Wir würden sofort einziehen. An so einem Ort ist Entspannung garantiert. Vorausgesetzt, Luftpiraten und andere Schurken machen keinen Stress. Platz 3. Der beste Bus der Welt. Als wäre der freundliche, pummelige Waldgeist Totoro nicht eigentlich schon cool genug, gibt's in Mein Nachbar Totoro etwas, das fast noch besser ist. Nämlich den wohl besten Bus der Welt. In Form einer Katze. Auf 12 Beinen ist man schließlich auch viel schneller unterwegs als auf 4 Rädern. Solange keine Maus vorbeiläuft, kommt man mit diesem Bus auch wirklich ans Ziel. Platz 2. Begegnung mit einem Gott. Wann trifft man schon mal einen Waldgott? Nur bei Miyazakis Prinzessin Mononoke. Und nachdem man schon die ganze Zeit von ihm gehört hat, ist der Moment, wenn man ihn dann endlich zu Gesicht bekommt, einfach unglaublich. Egal, ob er nun seine weltliche oder seine spirituelle Form annimmt. Und die geklaute Version aus Snow White and the Huntsman vergessen wir dabei bitte ganz schnell wieder. Platz 1. Ein sauberer Fluss. Man möchte ja meinen, dass ein Flussgeist nicht unbedingt in ein Badehaus gehen muss, um sich sauber zu halten. Doch wenn es dann so schwierig wird wie für Chihiro, dann wird deutlich. Auch Wasser kann so richtig schön dreckig sein. Erstmal wieder sauber und alles ist gleich 1000-mal besser. Das hast du gut gemacht.